Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, und zwar heute zu einer Rezension. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. In diesem Video geht es um The Plus One von Sarah Archer. Sie baut sich Mr. Right einfach selbst aus dem Heine Verlag für 12,99 Euro und das Buch hat um die 350 Euro. Seiten. In diesem Buch geht es um Kelly. Kelly ist Ingenieurin und arbeitet derzeit an einem Defibot, glaube ich, nennt er sich. Das ist ein Roboter, der Pflegekräfte unterstützen soll. Das heißt, gerade in Krankenhäusern, Pflegestellen, Altersheimen, sonstigem gibt es ja ganz, ganz viele Engpässe. Kranke Leute, die ausfallen, also wirklich zu wenig Personal. Und sie baut halt diesen Defibot, der dafür sorgen soll, dass einfach Pflegekräfte unterstützt werden und der halt auch wirklich Arbeit abnehmen kann. Und ich meine, so ein Roboter kann natürlich auch nicht krank werden, ist ja klar. Allerdings kommt es durch verschiedene Zufälle dazu, dass sie sich ihren Traum anbaut. Denn durch ganz, ganz viele Einflüsse von außen, ihrer Mutter, ihrer Schwester, ihrem Bruder, sonstigem, fühlt sie sich dazu gezwungen, den perfekten Mann zu finden, was aber ganz schwer ist, wenn es auf der Stelle sein muss. Denn ihre Schwester heiratet und ihre Mutter möchte ihr dauernd Blind Dates andrehen, die dann mit ihr zur Hochzeit ihrer Schwester gehen sollen. Und Kelly hat darauf keine Lust mehr. Sie hat keine Lust, von ihrer Mutter terrorisiert zu werden, generell immer ihre Familie im Nacken zu haben, und auch ihre beste Freundin fragt dauernd, ob sie nicht einen tollen Typ auf Tinder kennenlernen will. Und darauf hat sie einfach keine Lust mehr. Und deswegen baut sie sich, ja, einfach selbst ihren Traummann zusammen, nämlich Ethan. Ethan ist quasi auch ein Defibot. Auf jeden Fall ist es ein Roboter. Sie baut ihn zusammen und er ist perfekt. Er sieht super aus, er ist zuvorkommend, er macht Komplimente, er mag sie, er macht alles für sie, sodass sie die Geschichte halt immer weiterspinnt. Sie stellt ihn jeden vor. Niemand merkt, dass er ein Roboter ist. Er ist halt einfach der perfekte Typ und alle lieben ihn. Und irgendwann ist halt der Punkt gekommen, wo Kelly aus der Geschichte nicht mehr rauskommt. Das Problem an der Sache ist ja aber, dass der Roboter nicht ihr gehört. Das ist ja Firmeneigentum. Das heißt, es ist ja für den Leser eigentlich klar, dass sie den irgendwann wieder zurückgeben müssen. Das ist ein Roboter, ist also eine Maschine. Aber Kelly verliebt sich tatsächlich in ihn. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil wir als Leser voraussehen können, dass es nicht für immer sein wird, weil er ein Roboter ist. Sie wird ihn wieder zurückgeben müssen, weil er der Firma gehört. Und ja, man kann leider keinen Roboter heiraten. Das ist nicht möglich. Und deswegen wissen wir, dass da wahrscheinlich noch ein bisschen was kommen wird. Auf uns kommt eine turbulente Geschichte zu, die natürlich Witz, Humor, Charme und alles haben soll. Aber ich finde das alles ein bisschen verfehlt. Zudem kommt halt auch noch der Punkt, dass Kelly zum Schluss mega lange braucht, um einen richtigen Defibot zu bauen. Und der funktioniert die ganze Zeit nicht. Und ich denke mir so, sie hat mit Ethan das perfekte Modell einfach gebaut und schafft es danach dann gar nicht mehr. Also ich meine, ich finde es total komisch, dass sie mit ihm, sie baut ihn innerhalb eines Wochenendes komplett zusammen und er funktioniert einwandfrei. Und alles, was sie versucht danach herzustellen, funktioniert nicht. Entweder weil sie keine Geduld hat oder weil sie halt zu viel um die Ohren hat, weil sie ja den Roboter die ganze Zeit mit sich da rumschleppt, nämlich Ethan. Und sie schafft es danach nicht mehr, einen perfekten Defibot zu bauen, außer Ethan. Und das ist sehr, sehr viel Zeit damit verbringt, das zu versuchen. Und Ethan hat sie an einem Wochenende zusammengebaut. Also es ist halt ganz, ganz komisch, finde ich. Es ergibt alles nicht ganz so viel Sinn. Ich glaube, das sollte halt einfach so eine humorvolle Liebeskomödie sein. Aber ja, also so richtig gut fand ich es jetzt nicht, einfach weil das eine Liebesgeschichte zwischen ihr und einem Roboter ist, wo der Leser weiß, dass es nicht so bleiben kann, dass sie nicht zusammenkommen werden, weil er ein Roboter ist. Und zum Schluss wird dann noch so eine Anmerkung gemacht von wegen, ja, und jetzt hat sie den Typ kennengelernt und jetzt schreiben sie. Und das heißt, wir haben eine Liebesgeschichte, die zum Schluss wieder auf Null gesetzt wird und sie dann wieder auf Männerjagd ist. Das war's. Und das finde ich halt irgendwie nicht so eine gute Prämisse für einen Plot. Aber ja, ist halt auch eine mittelmäßige Geschichte gewesen, die eher jetzt noch im unterwertigeren Bereich ansetzt für mich. Aber naja, solche Bücher müssen auch ab und an mal gelesen werden.
Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!